Willkommen zurück zur nächsten Runde von They Are Billions. Zack, wir zocken weiter. Oh, wir haben ganz viel Holz. Holz, Holz. Arbeiter sieht eigentlich auch noch okay aus. Wenn ich das hier verbessere, kostet uns 10 Steine. Steht jetzt aber nicht da, wo der Unterschied ist. Stronger towers, massive units can place in these towers to be protected and extend their watch and attack range. Ah, okay. Also es geht auch die Range hoch. Nice. Wir machen mal die. Ruhig mal die Bank machen, obwohl wir eigentlich noch Kohle haben, finde ich. No. Hey, der war stark. Ich müsste erstmal hier noch die Tower hier hinsetzen. Ich muss auf jeden Fall hier zu dem Eisen kommen. Egal wie, das brauchen wir nachher wahrscheinlich noch ziemlich oft. So, Strom sieht noch gut aus. Schön, wir machen kurz nochmal Pause. Kann ich hier noch irgendwas anderes? Research Foundry, machen wir erstmal Shocking Tower. Der Rest so sieht eigentlich gut aus. Eisen können wir auch kaufen später. Ansonsten ist hier jetzt nichts mehr mit Verbesserungen. Soldier Center brauchen wir nicht nochmal. Die Bank. Wenn ich die hier hin mache, dann boostet es schon einiges. Und die kommen hier immer noch durch. Dann mache ich das mal. Kostet uns natürlich riesen viel. Aber wenn wir die hier auch noch verbessern, kriegen wir auch mehr Gold-Income. Das läuft doch. Aber unsere Steine sehen schlecht aus. Wir müssen hier noch ein Quarry hinbauen. Leider nur 4 Steine, aber gut, besser als nichts. Dann machen wir weiter. Bam, bada, das hier, der Blob sieht auch gefährlich aus. Arbeiter haben wir noch genug. Hier können wir noch eine Farm können wir noch hinklatschen. Dann war es das aber auch. So, jetzt produzieren wir 8 Steine. Gold gibt es auch noch. Gold habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. So, die Bank müsste gleich fertig sein. Ja. Können wir hier irgendwas anderes machen? Nee. Steigert, wie gesagt, einfach nur das Einkommen. Da ist ein Dings. Come on. Und dann machen wir jetzt hier noch das Ding. Dann haben wir es. Und. Shit, wir können hier nicht über die Dinger rüber bauen. Das ist natürlich blöd.
Ich hatte gehofft, man kann drüber bauen. Kann man die Wände drüber bauen? Nee, kann man auch nicht. Das ist jetzt natürlich extrem schlecht. Ich brauche das Eisen. Reichen die drei Eisen? Das ist ja echt ein mistiger Mist. Aber ich muss hier zubauen. Weil sonst kommen die da durch. So, anders ging es leider nicht. Verdammt. Wir brauchen höchstwahrscheinlich. Machen die jetzt hier erstmal rein. Bringt das jetzt Eisen? Nee, war das repariert? War jetzt nicht so klug. At your service. Oh shit. Das war leider nicht so klug. Ja, hier ist auch wieder. Ich muss aber hier durch. Ja, hier sind natürlich ziemlich viele. Ich könnte hier erstmal noch einen Ballista hinstellen. Ja, das braucht. Wir müssen erstmal warten, bis der hier repariert ist. Ich brauche ein paar mehr Arbeiter. Ein paar mehr Soldaten. Okay, hier sind wir auf jeden Fall safe. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch die Ecke hier absichern. Und wenn möglich hier noch den Stein mitnehmen. Aber die sind da schon recht knapp dran. Ich hoffe wirklich, die kommen hier nicht durch, die Typen. So, wir sind überall voll. Hier haben wir alles gemacht. Dann brauchen wir auf jeden Fall. Hier Industriegebäude. 20 Arbeiter fehlen noch. Okay, dann bauen wir die mal hier noch aus. Essen haben wir ja noch genug. Bauen hier noch eine Farm hin. Boarding for duty.
Ja, wenn ich den Stein noch kriegen würde. Okay, Energie ist auch blöd. Fehlen uns jetzt aber Steine wieder. Oh. Oder wir machen das normale Ding hier noch mit hin. So. Von West. West ist schlecht. Frage, baue ich mir schnell erstmal provisorisch noch ein Dings hin? Ja, da oben sieht man den schon. Müssen mal kurz hier hoch. Ja. Ich wollte gerade sagen, perfekt ist zu, aber ist nicht zu. Pause. Ja, müssen wir so machen. Das wird jetzt ganz schön kritisch. Nicht so richtig bauen hier. Dann machen wir mal den machen. Oh shit. Ich glaube, das wird nix. Oh fuck. Kann ich hier noch schnell... Moment, wir müssen mal ganz kurz... Dings, ich brauche kein Tor, ich brauche Wände. Zack. Kein Holz mehr. Oh shit. Das braucht zu lange. Nein. Wollen wir noch schnell einen Turm bauen? Oh, da kommen sie durch. Oh. Vielleicht können wir es noch ein bisschen stallen. Haben wir kein Holz mehr. Okay, man kann nicht bauen, während die Gegner da in der Nähe sind. Oh, das wäre jetzt übelst dumm. Ich hätte auch die ganzen anderen Leute noch holen können. Oh, shit. Backup ist gut. Oh Gott, wir haben es gerade so noch geschafft. Ist hier wieder reingekommen? Ja. Na, nicht hingehen. Na, also. Oh. Das Ballista ist gar nicht so schlecht. Das ist das. Eieiei, das war echt schlecht.
Wir müssen erstmal den reparieren. Ballista lassen wir ruhig erstmal da stehen. Ja, das lief gar nicht so gut. Dann müssen wir jetzt erstmal hier noch, das haben wir genug Energie. Da bin ich am Überlegen, ich mache nochmal so ein Ding. Ich weiß nicht, wozu das hier sein soll. Müssen wir auch nochmal gucken. Ja, ein so ein Ding muss ich nochmal bauen. Einfach jetzt hier hin. So, repariert wird's. Ist hier sonst noch was, was repariert wird? Nee. Okay. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall dicht machen. Das kann... Da kommen wir noch nicht ran. So, also wenn wir hier den Choke Point zumachen könnten. Und hier oben halt auch. Das wird nochmal richtig eng. Ja, wir sind jetzt bei 37 Tagen. Theoretisch ist bei 80 Tagen ja das der kleinste, der höchste Schwierigkeitsgrad Schluss. Ja, die bomben hier immer noch weiter. Ich denke mal, sobald ich mich dann komplett eingeschlossen habe, werde ich, das reicht nicht, werde ich die ganzen Türme erstmal komplett besetzen und auch ausbauen, dass das Steintürme sind. So, Energie ist super. Theoretisch, wir könnten noch eine Mini-Farm hinbauen oder hier vielleicht noch eine. Aber dann war es das auch. Wir könnten aber auch noch ein paar Fischerdinger bauen. Achso, macht er schon. Und das macht er auch, okay. Den Tower haben wir auch. Können wir hier noch ein paar Gebäude verbessern. Wir können natürlich auch Eisen und Stein kaufen. Ich denke mal, einen so einen Tower werden wir noch hinbauen müssen. Ich guck mal, wie ist denn das jetzt hier mit der Iron? Da muss man auf jeden Fall auch dafür sorgen. Baue ich jetzt hier noch einen hin? Ich glaube schon. Und dann hier oben noch ein und dann war's das. Wo kommen die denn her? Vielleicht ist hier der Tower einfach zu laut. Oh, hier ist jetzt auch wieder einer. Oh, das gibt's nicht. Okay, ich glaube, was ich mal mache, ist... Wir bauen mal hier so einen Lookout-Tower. Eigentlich können wir hier so einen Great Ballista bauen. Jetzt hier nur noch diese letzte Bastion, die wir hier noch hinsetzen wollen, müssen wir echt drum kämpfen. Der Lookout Tower wird uns bestimmt noch mal helfen. So, Arbeiter haben wir genug. Ich versuche mal noch eine Farm hinzukriegen. 18. Oh.
Ja, besser geht's nicht. Bis immerhin. Oh. Wir sehen schon, hier ist nochmal alles ein bisschen zugepflastert. Der müssen warten, bis der fertig ist. Machen jetzt hier nochmal einen hin. Die Dinger hier, ey. So, 43. Ein paar Gebäude könnten wir noch verbessern. So, das reicht aber. Die restliche Nahrung müssten wir dann mit Fischer ausgleichen. Beziehungsweise könnten wir hier auch diesen Markt hinbauen für die Verbesserung. So, Eisen kriegen wir jetzt plus 4. Stein ist leider noch ein bisschen zu schlecht. Machen wir mal hier hin. Quatsch, ich drücke mal den falschen. Hier und da. Many enemies, okay. So. Ja, wir warten jetzt einfach, bis die Sachen fertig sind. Dann schicken wir die Leute hier rein und dann ist GG. So, mit denen machen wir hier alles dicht. So, reparieren. Und dann machen wir jetzt hier noch ein letztes Tor hin. Schicken wir den gleich hier rein. Das müsste eigentlich gehen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier dieses Forschungsding noch bauen können. Bing. Gucken, was da noch für Forschungsziele mit bei sind. So, und jetzt brauchen wir aber wirklich noch mal. So ein paar Leute, die wir hier noch mit besetzen können. So, hier sieht es so ganz gut aus. 70 Nahrung, das wird gebaut. So, das läuft auch dann eigentlich. Ich sehe gerade, wir sind jetzt gerade mal bei 42 Tage. Also da ist Ranger trained, alles klar. Here we go again. So, zack. Ich weiß auch nicht, ob das viel zu wenig sind von Towern her. Vielleicht hätte ich hier doppelte Tower-Anzahl machen müssen. Ich werde aber bei jedem noch so einen Shock Tower und so einen Ballista dahinter stellen und dann einfach mal Daumen drücken, dass das klappt oder auch nicht. So, die ist da drin, sehr schön. Geh du mal ruhig da rein. Nice.
So, was kann man hier noch machen? Research Ölplattform. Okay. Radar Tower. Engineering Center. Oh lol. Das heißt, wir haben noch mal eine Verbesserung. Blade Traps. Advanced Farm. Das ist doch nicht schlecht. Attacks nearby inflicted massive damage. Inflicting. Wir machen mal die Farm. Dann können wir nämlich die Gebäude hier alle noch verbessern. Geht natürlich auch so ein bisschen Strom flöten. Ist leider ein bisschen nervig. So, hier sind wir fertig. Du kannst da noch mit reingehen. Alles klar. Wir haben hier leider nicht mehr genug, aber wir könnten hier noch mal ein Quarry machen für Steine. So. Ölplattform wäre schon ganz interessant, was man damit machen kann. Ich glaube, die muss man dann hier hinsetzen. Deswegen werden wir die mal als nächstes forschen. Je eher wir die haben, umso besser. Der Tower kann ruhig bleiben. Das ist okay. Aber erstmal werden wir die Farm verbessern. Oder wir haben noch irgendwas, wo wir die. Vielleicht ist die Ölplattform auch für nochmal Energie. Ich mache erstmal. Must be placed over an oil pool. Okay. Ja, wir machen erstmal das. Kostet Stein 10 Öl. Okay, müssen wir aber mal machen. Ansonsten könnten wir Öl auch kaufen. Eisen. Das ist ja unser Markt. Für 400 Gold. Okay. Building completed. So, wir sollten aber auch die Mauern mal langsam ausbauen. Ich würde mich aber erstmal wirklich noch komplett fertig ausbauen hier mit dem ganzen Kram. Ja, guck mal, ich hoffe mal, ich kann es hier hinbauen. Ey, das wäre echt kacke, wenn das nicht gehen würde. Da-da-da. Aber ansonsten läuft doch alles. Arbeiter haben wir auch noch ein paar. Strom wird leider wieder ein bisschen knapp. Na, eigentlich kann man das hier kaputt machen. Generates oil must be placed over an oil pool. Alles klar. Ob da einer reicht. Hier hätten wir noch einen anderen. Der ist aber außer Reichweite. Das hier ist echt schade, dass ich hier nicht irgendwie das so zumachen konnte. Gut, aber Steine haben wir genug. Können wir hier noch ein bisschen 800, ey. Unsere Energie. Können auf jeden Fall noch ein Kraftwerk, könnten wir uns noch leisten. Dann hört es aber auf, weil wir brauchen auch noch genug Stein. Produce of surrounding buildings. Gucken. Wir machen jetzt hier erstmal noch mal einen Cut rein. Auch hier, wie die ganzen Arbeiter sind. Wir können uns mal auch ruhig die Animation hier angucken. Ist ja auch recht cool. Wie sie hier alle durchs Town laufen. So, eigentlich sind wir hier mit allem durch.
Jetzt hier die Ölplattform plus 5 Öl. Okay. Also viel ist ja nicht, aber anders geht's nicht. Ja, Energie ist scheiße. Und ich glaube auch, wir bräuchten wahrscheinlich doch noch ein paar mehr Arbeiter. So, weil wir werden jetzt erstmal hier kurz Cut reinmachen, aber wir verbessern mal die ganzen Sachen hier. Das können wir noch nicht machen. Research. Blade Trap. Nice. So, genau. Wir machen erstmal einen Cut rein. Sieht doch schon ganz gut aus. Ich habe hier auch noch ein bisschen Platz, um mehr so eine Häuser hinzubauen. Stonehouse. Daher denke ich mal, werde ich das erstmal noch machen. Von Essen und Energie sieht es noch ganz gut aus. Wobei die Energie, wir können jetzt wirklich uns nur noch mit diesen Dingern hier beschäftigen. Alles andere würde zu viel kosten. Kostet uns jetzt aber auch immer natürlich einen Arbeiter. Aber anders kriegen wir sonst keinen Strom jetzt mehr ran. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es liked oder kommentieren würdet. Und ich denke mal, wir machen noch mindestens, also wir ziehen mal ein komplettes Spiel mal durch. Es sei denn, ich werde vorher überrannt. Dafür sorgen wir aber jetzt, dass wir hier erstmal alles upgraden, dass das eben nicht passiert. Aber machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Ich sage erstmal Danke und tschüss, bis zur nächsten Runde. Bye bye.